zurück zum Fernbus-Simulator. Wir schauen uns heute mal die Stadt Köln an. Das ist zumindest mal der Gedanke dahinter. Bevor wir mit der nächsten Folge mit der Karriere starten, reisen wir heute mal nach Köln. München. Ja, wäre auch vielleicht mal eine Reise wert. Bei München ist zum Beispiel, ja gut, da kennt man natürlich das Stadion und der Autobahn. Leverkusen. Wir reisen mal nach Köln. Blub. Wir nehmen das realistisch, ganz klar. Zeit, 10 Uhr, wir nehmen das Wetter. Auf Regen. Ich will mal Köln beim Regen sehen. Mittag oder Nachmittag. Schön Berufsverkehr und so. Das macht schon Bock. So. Wir werden auch in der Karriere realistisch fahren, weil ich es einfach real angenehmer finde und es selber machen muss. Spiel starten. Reisen wir mal nach Köln. Reisen wir mal nach Köln. Mal gucken, was es da so Schönes gibt. Ja, schön, dass wir in Köln sein. Mal schauen. Wie gesagt, ich bin mal der größte Betrieb während des Ding. Ich hoffe, was cool wäre, wir können das rausstellen können zwischen roten Gestellen und vorgegebene Routen fahren. Ich hätte Bock, dass wir vorgegebene Routen. Wir werden sonst wahrscheinlich mehr kurze Strecken fahren oder zumindest Teilstücke immer pro Folge fahren. Stadt von Stadt, also gerade wenn wir Großstädte haben. Was quasi eine Route, wenn die vier Großstädte hat, dass sie quasi vier Folgen ausmachen. Also wir werden extrem viel Spaß und viel Zeit dieses Spiel. Aber wenn ich dann Bock habe, was anderes spielen will, dann spiele ich was anderes. Ich habe doch genug Auswahl. So, machen wir Tür zu. Machen wir die Zündung an. Machen wir den Motor an. Machen wir die Dings raus. Und weil es so schön ist beim Wetter. Ja. Wobei wir Licht brauchen. Nicht, da nicht, da nicht. Geht gut, den Abschnitt nicht da, ist es richtig? Ja, da können wir theoretisch, da wir ein bisschen dass wir auch relativ kühl haben, haben wir die Klimaanlage mit hinterher, auf 23 Grad. Und dann starten wir mal durch. Oder auch nicht, weil wir müssen natürlich noch die Gange erwägen, sonst wird das nicht. So, schauen wir mal, ne? Aber in Köln irgendwas wiedererkennen. Also ich bin eigentlich aus der Gegend. Also ich habe fast 15 Jahre in Köln gearbeitet. Deswegen. Die Frage, was passiert, wenn ich in die Zeit ramme? Warum sind da juckt mich das irgendwie nicht? Was ist das? Ich weiß nicht, wie ich die Ringe geht. Nur die 4 Leute, M, Linksmodus. Ah, das geht gerade nicht. So, da wäre eine Tankstelle da vorne. Ich möchte mich nur gerade ein bisschen orientieren. Große Hölle sind wir. Gut, ich muss zugeben, dass ich seit ich hier wohne, nicht mehr in Köln war. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an die Autobahn. Leipzig-Erfurt, das stimmt nicht so ganz. Die A4. Das wäre ein bisschen früh. Aber Frankfurt-Düsseldorf, Flughafen, das ist schon irgendwo richtig. Das weiß ich, das ging ein Stück aus auf der Stadt blieb.
Dann geht es dann nämlich auch noch Richtung Leverkusen. Die nächste Ausfahrt danach. Hier hast du quasi. Da wollte ich Köln gucken. Darf ich nicht da raus sein wieder? Genau, das ist ja auch Frankfurt-Sitzbach, das ist schon richtig so. Leverkusen ist ja nicht allzu weit weg. Weil eigentlich ist das nicht die A3, sondern doch die A4 ist richtig. Ja, warte mal, nee, A3 Richtung Frankfurt, ja, doch. Da wird es nämlich dann immer in Richtung Gummersbach, Niederland. Ich kann mal gucken. Guck mal, da vorne ist der Kollege. Lass mal kurz, ich muss mal kurz den Fernseher vor dem Neustart verhindern. Wir werden das Wetter dann wieder an der Karriere auf die Dame machen. Also mit Sprit geht er mit der Karriere nicht los. Und dann weiß ich aber noch nicht, woher ich starte, wo ich starte. Wahrscheinlich in Leipzig. Was ist denn der hin? Danke. Bis Kaffee. Haha, du bist böse. Ich bin Kuckett. Wo den fährst, Kollege? Cool, da wird er sogar stehen. Habe ich so gefällt. So, ich lasse mal die Minute starten. Das ist überhaupt drin. Wir wollen mal die Zielanzeige dran. Zack. Köln. Na gut, okay. Wir sehen mittlerweile so viel von Köln. Das ist Wahnsinn. Ja, aber zu. Und rein damit. Und weiter geht die Reise. Ich wollte eigentlich nicht zu Köln erzählen. Scheiße, weiter bin ich nicht der Gedanke dahinter. Dass ich hier nur rausfahre. Ich wollte eigentlich reinfahren, wieder nicht statt. Weil die nächste Ausfahrt ist so schlimm. Kann ich das die nächste der Nacht wäre. Gummersbach schon oder was? Frage, kann ich? Nee, ich kann ihn nicht mehr. Ah, Scheiße, ich will eigentlich in die Stadt wieder rein. Ich wollte Dinge erkennen. Warte mal, wir müssen wieder raus. Naja, tut mir leid. Ja, ich möchte eigentlich gerne Dinge erkennen. So. Spiel starten. Ja, ich freue mich tatsächlich noch, ich freue mich schon auf das Duell. Auf das Ding hier, auf das, auf das Spiel. Doch, ich habe mich wirklich auf dieses Projekt gefreut. Das ist natürlich die Städte der ein oder andere. Schwierig. Aber, die Städte natürlich nicht so lieb, da so super, da toll Lage dargestellt sind. Ah, ich freue mich auf die Karriere, das wird toll. Toll, bestimmt toll. Ja, kann mir vorstellen. Das war nicht beabsichtigt. Vergesst es immer wieder in den Gang reinzutun. Herr Prinz? Warte. Oh. Nee. Haben Sie es nicht? Warum haben wir denn jetzt gerade gemeckert hat? Die hatten angezeigt, dass die anderen noch angezogen haben, aber die war es nicht.
die Bar ist nicht. Ich guck mich mal hier links um. Also die LKWs, diese blau-graue LKWs, die hast du ja tatsächlich mal, die hat du schon in der Schweiz ein paar Mal. Aber ich überlege gerade, Tools teilen. Die Firma ist auch irgendwie extreme Mafia. Die gibt es auch überall. Jetzt auch Leipzig. Ich überlege gerade, wo wir sind. Fahren wir hier links. Wo sind wir zur Hölle? Baustelle, ja, das kann immer gut sein. Ach, da ist der Dom, Moment. Ja, hier bin ich gerade. Ich weiß, wo ich bin. Also, klar, beim Dom ist klar. Das ist irgendwie der zentrale Punkt in Köln. Gucken wir mal, wie es aussieht. Dom, Fernsehturm. Hohenzollernbrücke natürlich, mit den Liebeschlössern. Natürlich auch sehr, sehr bekannt, klar. Oh ja. Und dann weiß ich, wo wir sind. In welcher Gegend ungefähr. Das könnte. Ist das am Eberplatz? Ich weiß, was hier. Tut mir leid, dass ich mich jetzt gerade nicht mehr zu 100% orientiere. Also hier der Hohenzollernbrücke ist klar, das ist die Verbindung von der Innenstadt Richtung Deutz, dann weiter Richtung Flughafen und sowas. Flughafen Siegburg, Bonn, die Bahnverbindung. Oh nein, der habe ich nicht gesehen. Wer baut hier so, wer baut auf der letzten 100, auf den letzten 50 Metern also da Dings hin? Wer zur Hölle baut denn da Dings hin? Bin ich jetzt gerade raus aus dem Zug, bin ich nicht da. Wo bin ich hier gelandet? Sieht die gar nicht. Ich will mal zum Dom. Oh ja, Dom, das Theater, also ich weiß das Theaterhaus hier. Da wird auf jeden Fall Aufführungen immer gemacht, so ein bisschen so Schauspiel, diese dann. Also die Schauspielhaus ist es nicht, wie ist das Ding? Ach, ihr wisst, die Kölner wissen, was ich meine. Richtung Bonn. Also klar, Dom, Fernsehturm. Ja, klar, natürlich, kenne ich. Dom war ich noch ein paar Mal drin. So, kommen wir hier ohne Probleme irgendwo rein? Ran. Da kommen wir nicht gerade weit. Ja, ich wurde geblitzt, ich gesehen, dass ich geblitzt wurde. Ich bin gerade zum Hauptbahnhof. Nur so gerade nebenbei. Oh, ich war. Nichts gemacht.
So, jetzt muss ich gerade gucken, wo wir gerade so ein bisschen unterwegs sind. So, hier müssen wir gerade gucken. Hier kommen wir gar nicht, wahrscheinlich nicht ran, ne? Komm ich da rein? Nee, eigentlich ja nicht. Aber ich möchte eine weiter. Dann irgendwo rechts. Und dann könnten wir theoretisch vom Hauptbahnhof stehen. Ja, stehen wir. So. Boah, ist das lieblos. Ist das lieblos. Ja, ich erinnere mich an die Stellen hier. Klar, Geschäfte. Ja, ich habe auch das Let's Play vom Gronkh gesehen, vom Gran Simulator, dass das Ding auf der Konsolenversion dann irgendwann so schön aussieht, toll aussieht, ja. Also hier Haupteingang, klar, natürlich, kennt man, kenn ich. Bin ich hier durch einfach, oder? Oder hänge ich jetzt wieder auf? Aua. Puh. Ich glaube aber, dass der Dom... dass der Dom deutlich schlechter aussah. Der sieht aber, glaube ich, in Real Life deutlich beeindruckender aus. Kann ich rennen? Ich kann nur tatsächlich, wenn ich aus... ach, da hinten. Ich kann tatsächlich, wenn ich raus, wenn ich aus dem Bus draußen bin, kann ich mich zum Bus zurücksetzen lassen. Mit dem Steuer, mit dem Steuerdienst. Okay, das ist gut zu wissen. Oh Gott. Hauptbahnhof. Ja, das ist eigentlich eine tolle, sieht ja toll aus, aber es sieht halt hier so ein bisschen hingeschissen und hingerotzt aus, muss ich zugeben. Das ist nicht schön. Also es wäre dann hier wahrscheinlich die alte Hauptbahnhof. Nur tut mir leid, dass ich jetzt gerade nicht... nee, sah der nicht, sieht der nicht aus, aber ich... oder warte mal. Komme ich zum Dom ran? Die tolle Treppe, die kennt man natürlich. Auf der ich auch schon gesessen habe und auch gestanden habe. Ich sag nur, während 2006. Okay. Ohne Spaß, diese Brücke ist... schön, danke. Ich komme nicht weiter. Da ist der Alpha Wall drin. Geil, okay. Da ist zwei. Ach so. Hallo. Macht mir Angst. Wie siehst du aus? Alter, du hast Löcher in den Dings, in den T-Shirts drin? Lenkrad. Warum hält man das Lenkrad so? Sie bewegt sich nicht mal. Also man erkennt zumindest, was das Auto sein soll. Schwebende Autos. Oh, geil. Okay. Ja, voll die schwebenden Autos in Köln, kennt man ja. Also zumindest die parken hier, die vier da. Die vier zumindest. Der steht hier zum Beispiel. Naja, mehr oder weniger. Jetzt auch für to go. Okay. Ich hab gar nicht gewusst, was das in diese Leipzig aussieht. Die steht ob da die. Ich will ja gern zum Dom. Ich will ja gern mal ran zum Dom. Ihr seid ab der die tolle Brücke, ob die berühmte Treppe da so. Doch, hier, warte mal. Oh Gott, das ist doch arm. Das ist arm. Die ist ja am Hauptbahnhof eigentlich, die große Treppe. Ja, ich stand hier tatsächlich auch schon in Real Life. Weil hier geht es dann quasi am Dom vorbei.
Und da geht's hier zur, ach, wie heißt die Schinkenstraße, wie heißt die Schinkenstraße? Oder war das auf Malle? Das ist die Straße hier. Also das ist hier diese berühmte Einkaufsstraße auf jeden Fall, die man natürlich kennt am Dom. Man geht hier recht, also wo man kommt. Geht man dann hier vorbei und dann hat man hier die ganzen tollen Geschäfte. Das sind klar ziemlich bekannte mit vielen, vielen Geschäften. Ist die Schinkenstraße? Sehr wenige. Ich möchte da gerade nichts zu sagen. Aua? Na gut, das war mal Kölle in der Kurzfassung und in der nächsten Episode geht dann endlich los mit der Karriere und dann schauen wir mal. Dann werden wir mal unsere ersten Fahrgäste fahren und mal schauen, wie das dann so in der Karriere aussieht. Also, tut mir leid, was ich so bisher an Schicken gesehen habe, ist auch Leipzig, jetzt auch Köln. Gut, für Zürich weiß ich zumindest, mit dem Zugehen, das ist dann eher mein Ding. Ich habe Dinge wiedererkannt, ja. Aber ich habe auch ein sehr schlechtes Zeugnis, das ist teilweise echt Armut. Das schwebende Haus gerade, die schwebenden parkenden Autos, der Dom, der quasi so ein bisschen drüber ragt, ja, der hingerotzte Hauptbahnhof, der sieht eigentlich auch ganz anders aus. Aber gut, jeder, das Stück kostet 40 Euro. Man hätte sich ja lieber gesehen, man hätte auch mehr lieber machen können. Na gut. Ich warte mir ein Auto drauf. Oder was flackert da vorne? Boah. Ein unsichtbares Ding. Ja, ich weiß, dass das Spiel bei vielen YouTubern auch tatsächlich schlechte Kritiken gekriegt hat. Muss ich zugehen und Autos noch einmal so unsichtbar sind, wie hat dieser Transporter jetzt gerade hier? Nee, der wirklich jetzt so mit auftaucht. Man hätte auch mehr Leben reinbringen können. Ja. Ja, es ist so viel Potenzial da. Ich liebe es. Aber gut, okay. In der nächsten Episode sehen wir uns dann im Karrieremodus wieder und dann starten wir in Leipzig. Bis dahin. Tschüss.